Hallo und herzlich willkommen hier zum CMS 2015. Ja, hier ist wieder euer Legolas. Ja, der Kasten ist anscheinend immer hier, also ist ein bisschen eigenartig. So, kann ich eigentlich noch was reparieren? Nö. Gut, momentan nicht. So, weiter geht's. Da war, glaube ich, noch was mit der Bremse in Ordnung. Oh. Einmal ABS hat ein Teil nicht gefunden, aber es kann nur die Pumpe oder der, ja, der Bremskraftverstärkung ist gut. Also, es könnte dann noch die ABS-Pumpe sein. Und das Steuerteil natürlich, ja gut, das steht unbekannt, aber normalerweise haben wir doch die Pumpe auch durchgemessen mit unserem Multimeter, oder nicht? Elektrische Teile werden doch immer durchgemessen. So, gut. Zusammenbaumodus, haben wir eine Pumpe da? Ja, wir haben eine Austauschpumpe da, eine reparierte, und ein ABS, eine reparierte, das ist ein Modul. So, dann wäre das nämlich auch schon gegessen hier. So. Das liebe ich am besten dann hier, wenn das ganz schnell erledigt ist. So, und dann muss das Auto noch lackiert werden und dann sind wir gut. Mein, warum jetzt hier die bisschen, naja, gut. Dann tun wir das Auto mal in die Farbkabine rein. Da ist ja Farbgeschäft. Ich habe doch kein Farbengeschäft. Ich bin doch keine Malerei hier. So, Auto lackieren, ja. Das brauche ich nicht verändern. Zack, anwenden. Ja, da hätte ich mir jetzt auch, ich habe im Expertenmodus jetzt nicht geguckt, da hätte ich wahrscheinlich dann vielleicht hier die Farbe wählen müssen, aber das war in meinen Augen nicht sehr erfolgreich, der Expertenmodus. Aber wie das jetzt wieder glänzt, das ist genial gemacht. Das spiegelt sich, die Fenster, das ist auch nicht schlecht. Ja, nur die Spiegelleiter, die sind halt nicht so toll gemacht, wie sie eigentlich gehören. Naja, gut. Jetzt müsste das Auto aber gut sein. So, warum haben wir eigentlich nur hier Bonus für Abschluss des Auftrags? 3, 4. Und da haben wir 4, 3. Das ist nicht immer gleich. Oder ja, war das jetzt halt, dass wir nicht hundertprozentige Teile genommen haben? Oder weiß ich nicht. Ja, was soll's. Auf jeden Fall 14.775 Euro wieder drauf aufs Konto. Das ist genial. Ja, so langsam kommen wir der 100.000 immer näher. So, Erfahrung 1, ja, da fehlen noch 300 circa. Ja, mal kurz gucken. Ist das ein Werkzeugkasten? Ja. Null, nix, okay. Wir können ja auch noch die Fabrik, wollte ich jetzt schon sagen, die Werkstatt modifizieren. Das habe ich jetzt auch erst kürzlich rausgefunden, wie es geht, aber ja. Aber da braucht man auch Erfahrungspunkte. Das ist der Witz an der ganzen Situation. Da hätten wir nochmal einen Castor Earthquake, aber das andere war, meine ich, ein Rex. Irgendwie mag ich den Rex schon irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber. Lalalala. Oder wollen wir es wieder mal so einen spritzigen Maserati Stradale? Was hat denn der für Probleme? Zu wenig Motorkraft, pochende Geräusche, Motorenöl, Steuerung, Bremssystem. Ach, naja, naja, ich will lieber mal den hier annehmen. Hat auch wieder so eine eklige Farbe, so ein Grau annehmen. So, nein, wir können ja bis zu drei annehmen. Wird geladen. Ja, und die Ladezeiten hoffe ich, dass im anderen auch ein bisschen verbessert werden hier. Aber, also das hat, finde ich ja nicht schlecht hier. So ein helles weißes hat hier. So schön geil. Eins live läuft hier wieder, okay. Ja, und wie ich halt schon feststelle, die Autos haben alle nur Fünfganggetriebe. Heutzutage hat man doch sogar noch einen Sechstgang und ja. So, gut. Da werden uns hier ein paar Teile vorgegeben, die noch sind. 61% möchte er bloß haben. Da zum Beispiel Pumpen und Zahnriemen, alles okay. Schlüpfrige Lenken, schwache Bremsen, lackieren. Ich habe gedacht, Karosserie wäre noch irgendwie was. Nee, doch nicht. Also nur lackieren. Ernsthaft? Ja, komm, dann lackiere ich den gleich mal. Ist doch wurscht. Also die Reihenfolge gibt uns ja keiner vor, was wir machen hier. So, einmal für 500 Euro. Das ist ja fast die ähnliche Farbe wie beim anderen. Nur ein bisschen heller. So, jetzt wäre das schon hier. Wie geil er dann immer strahlt. Das ist genial. Also 500 ausgegeben und Bonus haben wir jetzt schon 250 gekriegt, okay. Nur fürs Lackieren. So, im Prinzip haben wir doch das hier Auftragsausgaben
1 zu 1 sozusagen, da haben wir nichts dran verdient im Prinzip. Das ist eigentlich auch ein bisschen eine komische Rechnung hier. Naja. So, dann gucken wir mal, ob wir das Auto auf dem Diagnosefahrt kriegen. Ah ja, der Motor kann nicht starten. Dann tun wir ihn gleich rüber auf den Heber buxieren hier. So, bevor ich aber irgendwas an dem Auto mache, wird erstmal der Schrott verkauft. Anwenden. So, was hat er jetzt alles verkauft? Weiß ich nicht, aber ist egal. Das, was ich noch reparieren kann, das hat er mir nicht weggeschmissen. Okay. Komm, das geht noch besser. Jawohl. Aber sonst haben wir ja hier noch Dreck hier, was wir wegschmeißen können. Also, das ist in. Also, warum das nicht verkauft wird. Da würde ich mir ja so einen Regler hier irgendwie, wo ich sagen kann, alle irreparable Teile. Und Teile unter so und so viel Prozent bitte verkaufen oder so. Also, das wünschte ich mir so und so, einfach so ein Modus hier. So. Jawohl, jetzt hat le. Muss ich trotzdem mal mit Chart gucken. Okay, ja gut, da haben wir nicht viel. So, dann machen wir die Klappe auf. Überprüfungsmodus, da können wir doch mal ein paar Sachen angucken. Ja, nicht viel. Oh, der Luftfilterdeckel ist mal wieder mal lad. So. Vieles können wir hier nicht. Warum kann ich eigentlich das von hier oben nicht angucken? Das ist eigentlich auch Schwachsinn. Bum bum. So, dann machen wir jetzt erstmal hier ein OBD-Scan. Also ein Onboard. Was heißt D? Onboard Data oder sowas. Wir lesen einfach mal den Fehlerspeicher aus. So. Aha, Zündspule, ABS-Modul und eine Zündkerze arbeiten nicht richtig. Ja, aber ich tippe eigentlich schon so ein bisschen auf eine defekte Treibstoffpumpe. Dann gucken wir mal im Druckprüfgerät, was der Motor spricht hier. Na? Lalalala. Kolben. Drei Kolben arbeiten nicht gut. Okay. Dann machen wir mal hier noch das dritte elektronische Zähler rein. Lalalala, Diagnostik. Es ist zwar immer das gleiche, das ist ja. Aber naja, das sieht auch nicht so. Das Gerät hätten sie ein bisschen deutlicher darstellen können. Die Batterie ist nicht okay. Tja, bloß ob das jetzt hier die maßgebenden Dinge sind, dass das nicht starten kann. Ich meine, ich kann ja mal die Batterie austauschen. Zerlegen. Habe ich noch eine Batterie? Nee, ich glaube nicht, oder? Nö. Warte mal, wie war denn die Benzinpumpe? Ja, nee, danke. Benzinpumpe 65%, an der liegt es also nicht. Ich könnte wirklich mal wetten, dass die Batterie vielleicht schuld ist. So. Bad. Anwendung. Und wenn es das nicht ist, dann ja, müssen wir halt wirklich den Motor wieder auf herkömmliche Weise zerlegen. Oh, der Kühler sieht aber auch schlecht aus. So, Batterie. So, jetzt will ich mal, oder warte mal, wo ist denn die? Nee, das Kraftstofffilter-Ding ist noch in Ordnung. M. Nee, Motor kann nicht starten, okay. Gut, dann machen wir es wieder auf herkömmliche Weise, Zerlegung. Der Kühler sieht nicht gut aus. Was ist denn? Ach, der Lüfter, der muss weg. So, aber der Kühler hier ist immer gut. 12% noch. Dann der Riemenspanner hier. Ja, und da machen wir jetzt einfach mal Überprüfungsmodus. Dass wir das nochmal visuell sehen, hier die Teile, die nicht gut sind. Also normal hätte ich mir dann halt sowas erwartet, dass man hier das so machen kann, hier von wegen hier. Und plus manche Teile, dass man die nur durch Zerlegung sehen kann. Hier, hey, ich kann sogar, oder? Den Luftfilter dadurch, durch das kleine Löchle hier gucken, okay. Zerlegung, also dann machen wir hier mal den Deckel auf, komm. Klammern, das ist auch so ein Witz, dass die eigentlich kaputt gehen können. Da hätte ich jetzt nicht so ins Detail gegangen hier mit, da muss man alle Klammern wegmachen, dass man den Deckel aufkriegt. So, der Deckel ist ja nicht mehr in Ordnung. Das Unterteil ist okay. Der Abgaskrümmer, der schaut auch nicht gut aus. Ja, das, ich kann es einfach nicht ignorieren, dass die Teile rostig aussehen und dass die eben kaputt sind.
Irgendwann, da fällt einem das saumäßig schwierig und dann macht man es einfach. So, ABS-Modul. Ich meine, die Pumpe könnte auch noch in Ordnung sein. Die baue ich mal kurz raus. Jawohl, die ist in Ordnung. Baue ich wieder rein. Ah, der kriegt sogar eine bisschen bessere Pumpe. Ja. Moment, ABS-Modul hätten wir jetzt im Moment vorrätig. Mal schauen. Ja, 92 passt. Der Kühler können wir auch. Oh, 15 bloß. Das ist ja lame. So, warte mal, das war nicht nötig, aber. Ah, jetzt hat er. ABS-Pumpe, die hier. Ja, gut. Hä, das Modul, aber. Hä? Ah, da ist es doch. Habe ich das jetzt. Ich habe es doch repariert. Dann kriegen wir nochmal. Ja, so. Okay, dann ABS-Modul da rein. Hallo. Wo bist du denn da drüben? So. Jawohl, ja, wieder mit 1000 Schrauben festmachen hier. Ja, da wird man halt dann auch irgendwann überdrüssig, wenn man immer die Schrauben da alles so rausdrehen muss. So. Den Deckel, den kann ich glaube ich nicht reparieren, ne? Oh doch. Hey. Da dann halt wieder drauf. Das wusste ich jetzt auch nicht. So, Klammern. Wieso habe ich noch eine Klammer übrig? Habe ich da irgendwo mal aus dem Auto eine Klammer ausgebaut? Wüsste ich jetzt nicht. So, den Kühler haben wir geflickt. Den Abgasdinger lasse ich mal weg, weil wir eh einen Motor müssen. Da müssen wir das Öl ablassen. So. Halt. Demontage, genau. Ach, das geht jetzt wegen der Tragrolle hier nicht. Okay. Weg mit dir. Die Tragrolle. Ach, das muss alles weg, also. Ich muss ja wieder wahrscheinlich in die Steuerungsdinger rein und so. Sag mal. Wie geht der. Ach, die Scheibe noch hier. Okay. Das ist. Manchmal weiß man auch nicht mehr, wo man dann hier da klickt war und dann geht's nicht und ja, jetzt der Riemen runter, okay. So, die ganzen Tragrollen hier mal entfernen. Und das sind ein Haufen hier. So. Hier noch. Wie oft das hier umgelenkt wird, ich weiß gar nicht, ob das nötig ist. Die Servolenkungspumpe ist kaputt, das weiß ich. Jawohl, 14% nur noch. Die muss auch noch weg hier, die Scheibe hier unten. Weil wir müssen ja wieder in die Kolben rein. So, jetzt weiß ich halt nicht, welche Seite, aber da hinten vielleicht. Was ist denn da, welche Zündspule ist denn da defekt? Naja, wir müssen da eh raus, weil irgendeine Zündkerze ist mal lad. Ach, dann machen wir das mal Deckel runter, danach die Zündkerzen meinetwegen. So, da muss ich wieder aufpassen, da ist wieder die extra Schraube hier, so. Die Kraftstoffverteilung kann auch mal raus. Okay, das geht nicht. Haben wir noch die Zündkerzen hier wieder vollster raus. Der Krümmer muss eh weg, weil das ganze Kästchen hier ist nicht mehr gut. Der Zylinderkopf sozusagen, aber dass das Zylinderkopf hier oben heißt, kann ich nicht verstehen. Eigentlich hätte ich gesagt, das heißt doch Zylinderkopf Gehäuse oder so, oder? Und das wird für mich halt mehr Sinn machen. Was hängt denn da noch? Ach, die Seite hier noch. Ah ja. Ja, da muss erst die Abdeckung weg. Ja, da sind wahrscheinlich auch die defekte Zündsprühe dabei, ja. So, weg mit dir. Das ist die Abdeckung schwarz, also gibt es vielleicht noch ein grün oder ein rot oder ein blau oder weiß der Kuckuck wie. So. Die Zündkerzen machen wir hier auch mal raus. Da ist nämlich auch eine defekte dabei. Also beim anderen weiß ich es gar nicht. So, dann machen wir jetzt hier den Steuerungskasten auf. So, und dann müssen wir hier, wer ist zuerst, der Riemen muss runter und dann der. Die Scheiben da sind auch nicht mehr gut, diese Zahnräderscheiben. Nocken. Gut. Gut, Zylinderkopf, warum geht er nicht? Ach, da ist wieder dieses Ansaugding da. Da muss dann auch die Verteilung weg hier, dann, die Drosselklappe hängt auch noch dran. Da ist die doppelte Klappe hier. So,
Und jetzt der Ansaugstutzen weg hier. Jetzt kann der komische Blumenkasten hier weg. Ja, sieht doch ein bisschen aus wie so, also wie so ein Legostein, so umgedrehter hier. So in der Mitte diese großen Löcher da, wie beim Legostein. So. Der Kolben hier unten ist defekt, ne? Ja. Kann man aber nicht ausbauen, da muss man erst den Kasten unten aufmachen. Aber es waren doch drei Kolben, also dann ist auf der anderen Seite auch noch, naja gut, da müssen wir hier nehmen, auch die ganze Mechanik rausnehmen hier. So, und nachher machen wir wieder Resümee. Zylinderkopf, den kann ich noch wegmachen. Und dann muss ich aber spätestens das Öl wegnehmen. Weil sonst haben wir ein Problem. So, jetzt haben wir wieder einen halben Motor zerlegt. So. Durch. Nach oben bitte. Wir brauchen mal das Ölwägelein hier. Und das hätten wir auch ein bisschen anders machen können, weil man muss ja hier genau zielen, dass man, ja, dass man so eine Art Zielkreuz gemacht hätte, weil man kann ja hier nicht so richtig gut gucken. So vielleicht. Ja, und wenn nicht, zahl mal wieder 100 Euro zur Reinigung. Wen interessiert's? So. Zerlegen. Ölablass. Ich meine, ich habe einmal... Oh, nö, so frisches Öl hier. Ich habe einmal die Ölwanne abgeschraubt und da war das Öl noch drin. Aber das war... Das war wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang hier, wo ich das Spiel das allererste Mal gespielt habe. Was hat die Wanne noch? 61%. Den Filter möchte ich auch mal rausschrauben. 62, okay. Den kann ich auch wieder reinbauen. Der ist noch in Ordnung. Normalerweise, wie gesagt, beim Ölwechsel macht man immer den Filter weg. So, jetzt gucken wir uns hier mal noch den Rest an. Aha, da haben wir auch welche von dem Kurbelwellenlagerdeckel, wo ich dann einmal sage, die Teile können eigentlich anders heißen. Das ist eigentlich nur eine Halterung, eine Wellenhalterung, wenn man so will. So, und dass ich jetzt hier zum Beispiel, ich kann nur die Kolben wieder von oben rausbauen. Das ist auch der Witz. Normalerweise, wie will ich denn den Kolben hier rauskriegen? Der ist doch da fest drauf. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, wie die das da drauf kriegen, keine Ahnung. So. Wir können aber auch mal hier gucken, was hier noch so los ist. So. Schau mal vorsichtshalber. Weil da müssen wir, glaube ich, auch ran. Naja, die Buchse kann ich natürlich nicht angucken, ganz klar. Und die Stoßdämpfer ich auch nicht. Den könnte ich normalerweise schon angucken, visuell. Also für mich so ein paar Logikfehler in dem ganzen Spiel. So, jetzt gucken wir uns mal die Teile hier noch an. Kann ich den Schenkel noch angucken? Hallo? Ja. So. Nö, aber. Da können wir doch auch noch das Zerlegen hier. Da können wir auch schon mal mitnehmen. So. Naja, gut, da muss ich eh wieder beide Räder runterschrauben. Machen wir einfach jetzt mal gleich. So. Dann nehmen wir hier das hier weg. Und da sehe ich auch schon, dass die Bremse nicht mehr in Ordnung ist. Also, ja, inbeliefte Bremsscheibe. Es ist so irgendwie witzlos, sag ich mal, wenn es hier rostig ist. Die Darstellung ist einfach langweilig. So, was ist denn das da innen angucken? Okay, das müssen wir nicht wechseln. Die Zahnstange muss auch raus. So, la 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 la. Gut, dass wir jetzt das mit den Schrauben da so gemacht haben. Hätten wir natürlich auch noch anders machen können. Ein bisschen, ja, wenn man das Teil anklickt, dann werden die Schrauben automatisch rausgedreht, ne? Ja, nee. Das finde ich schon gut so, dass wir es nicht gemacht haben. Es ist nur teilweise schon ein bisschen nervig, wenn man das schon 100 Mal gemacht hat so. Dann wünschte man sich so einen Modus, dass man einfach sagt, das Teil, was ich abbaue, das wird dann hier demontiert. Da werden die Schrauben rausgeschraubt. So, das ist mal so viel. Jetzt lassen wir das Auto wieder runter. Ja, da muss erstmal das Ölding hier weg. So. Und dann drücken.
Hebebühne 2 nach unten, bitte. Danke. So, dann holen wir uns die Kolben mal raus hier. Einmal. Und hier noch zweimal dann und dreimal. Jawohl, sehr schön. Was können wir denn davon, was wir haben, wenn wir reparieren hier? Das Ding hier, okay. Ja, es muss aber schon über 60% haben, ne? Ja. Das ist gut, das ist gut. 52 ist zu wenig. 64 weiß ich nicht. Ups, kaputt. Zahnwelle ist kaputt sozusagen. 71 reicht. 61 ist zu wenig. Drosselklappe. Ach komm. Ja, hätte jetzt auch schief gehen können. Ah, kaputt. Ölwanne. Ach verdammt. Ja, kann es natürlich sein, dass ich ein Teil hier jetzt gemacht habe, kaputt gemacht habe, das gar nicht kaputt war. Naja. Was soll's. Wir sagen einfach, es war zu arg kaputt. Musste auch ausgetauscht werden. Weil manchmal weiß man bei den Werkstätten ja auch nie. So. Da habe ich noch einen Deckel hier, den verkaufe ich mal. So. Die Batterie, die kann ich noch aufbekommen. So, naja gut, jetzt drei Kolben. Koll. 1, 2, 3. Da ist ein Kurbelwellen. Deckeldingsmuster. 1 oder 2, ich weiß es nicht. Was habe ich denn da ruiniert? Wie viele? 1. Das tun wir gleich weghauen. Ja, es war klar bis 1. Ja, manchmal habe ich da auch zu viel gewollt, ist klar. So. Jetzt Sattler. Zusammenbau-Modus. Rein mit dir. Und, hallo. Auch rein mit dir. Rein mit dir. Dann kann man das wieder drauf bauen. So, so und so. Wir machen das jetzt hier mal gleichmäßig. So und so und so und so. Das Ding da noch drauf. Die Verteilung. Ach, da hatte ich neue. Naja, egal. Kriegt da halt die neuen mal. Die müssen weg aus dem Lager hier. So. Die Zahnräder, die sind glaube ich noch okidoki. So, 1 ist hinüber. Da kann man schon. Ne, die Riemen sind auch nicht gut. Den Krümmer kann man aber schon wieder hinbauen. So und so. Jawohl. Die Drosselklappe kann auch schon wieder hin. Die haben wir ja repariert. Also von daher. Wir haben auch mal Teile repariert, die jetzt halt defekt waren. Also nach Kundending hier als. Aber ja. So. Aber wir sind ja eine gute Werkstatt. Von daher. So, und jetzt tun wir hier mal die Zündkerze da reinschrauben. Zumindest die, wo gut sind. So, das war das. Dann hier noch. Eine ist Malat. So. Gut, dann würde ich sagen. Den Rest machen wir nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.